Was ist die Pflichtveranlagung? Was ist eigentlich die Pflichtveranlagung? Aus den Begriffen wird deutlich, dass hier eine Pflicht zur Abgabe der Einkommensteuererklärung besteht. Aber wann bin ich denn nun verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben? Was es damit auf sich hat, das erkläre ich dir in diesem Video, also bleib dran! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dirk Rott und ich erkläre dir in diesem Video steuerliche Grundlagen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, lohnt sich das also auf jeden Fall. Damit du alle Videos mitbekommst, drück auch auf die Glocke und lass gerne einen Daumen nach oben da. Wie eingangs erwähnt, besagt die Pflichtveranlagung, dass du verpflichtet bist, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Die von dir während des Jahres abgezogene Lohnsteuer bzw. gezahlte Einkommensteuervorauszahlungen stellen immer nur vorläufige Zahlungen dar und beruhen auf bestimmten Annahmen bzw. auf bestimmten Schätzungen, wie hoch deine finale Steuerschuld ist, kann erst nach Ablauf des Steuerjahres festgestellt werden. Es gibt bestimmte steuerliche Sachverhalte, die dazu führen können, dass du eine Steuererklärung abgeben musst. Diese Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung nennt man Pflichtveranlagung. Als Arbeitnehmer bist du verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, wenn dein Einkommen ganz oder teilweise aus nicht selbstständiger Arbeit besteht, während des Jahres Lohnsteuer abgezogen wurde und einer der Punkte, die ich nun aufzähle, auf dich zutrifft. Wenn Einkünfte aus anderen Einkunftsarten vorliegen, wie zum Beispiel Zinsen oder Mieteinnahmen, oder Einkünfte aus einer Nebentätigkeit 410 Euro im Jahr übersteigen. Wenn die Summe der steuerfrei erhaltenen Leistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, beispielsweise Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld und so weiter, mehr als 410 Euro im Jahr betragen. Wenn du von mehreren Arbeitgebern zeitgleich Arbeitslohn bezogen hast, also Lohneinkünfte mit der Steuerklasse 6 besteuert wurden, wenn die beim Steuerabzug berücksichtigte Vorsorgepauschale größer ist als die tatsächlich abziehbaren Vorsorgeaufwendungen, wenn beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen haben und einer von beiden für das betreffende Jahr oder einen Teil davon nach der Steuerklasse 5 oder 6 besteuert bzw. bei der Steuerklasse 4 der Faktor eingetragen wurde, wenn du einen Freibetrag beantragt hast, wenn ledige, geschiedene oder dauernd getrennt lebende Elternteile beantragen, dass der Ausbildungsfreibetrag oder der Behindertenpauschbetrag zwischen ihnen in einem anderen Verhältnis als 50-50 aufgeteilt wird, wenn Lohnsteuer für einen sonstigen Bezug, zum Beispiel Entlassungsentschädigungen oder ähnliches, ermittelt wurde, wenn deine Ehe im Veranlagungszeitraum durch Tod oder Scheidung aufgelöst worden ist und du oder dein geschiedener Ehepartner im Veranlagungszeitraum erneut geheiratet hat, wenn bestimmte Fälle der erweiterten beschränkten Einkommensteuerpflicht vorliegen. Nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt bestimmte Konstellationen, in denen bist du verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Gibst du in diesen Fällen keine Einkommensteuererklärung ab, so kannst du im Extremfall wegen Steuerhinterziehung belangt werden. Meist erhältst du vom Finanzamt eine Aufforderung zur Abgabe. Darauf würde ich es jedoch nicht ankommen lassen, denn mit dieser Aufforderung fallen regelmäßig auch Strafzuschläge an. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Falls du weitere Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.